Dazu sag ich jetzt, wem gehört Kreuzberg? Einige Worte. Ja, Verdrängung hat viele Gesichter, zum Beispiel Mehringdamm 29. Wir brauchen Wohnungen, bezahlbare Wohnungen. Wir haben genug von steigenden Mieten, Verdrängung und Verwertung. Wir haben genug davon, dass sich Vermieterinnen an der Spekulation mit Wohnraum eine goldene Nase verdienen, während Mieterinnen rausgeschmissen werden, obdachlose Menschen auf der Straße leben müssen und geflüchtete Menschen in Sammelunterkünften verfrachtet werden. Und das alles unter der Regie unserer Regierungen, Parlamente, Parteien, die dieses System gestalten, arrangieren und als alternativlos propagieren. Es gibt die großen Akteure im System. Deutsche Wohnen, Deutsche Annington Immobilien Service, West, Ziegert Immobilien und so weiter. Aber es gibt auch die kleineren Akteure, die ebenfalls für ihren eigenen Profit mit Wohnraum spekulieren. Ein Beispiel, das Haus am Mehringdamm 29. Die Eigentümerinnen, eine Frau und ein Mann, ein Paar. Die Frau betreibt die Iberica Sprachschule mit zwei Standorten. Hier am Mehringdamm im zweiten Hinterhof und in der Torstraße 61. Der Mann betreibt die Fahrradstation mit 7 Geschäften. Beide wohnen in einer Eigentumswohnung, nicht weit von hier. Beide sind aber auch Mieterinnen jeweils einer Gewobag-Wohnung, ebenfalls nicht weit von hier. Beide Gewobag-Mietwohnungen werden von der Frau und dem Mann schon seit Jahren nicht mehr für eigene Wohnzwecke genutzt, sondern stehen leer bzw. werden temporär an Touristinnen abgegeben. Hier in Mehringdamm 29 werden ebenfalls Wohnungen temporär vermietet an Sprachschülerinnen der Iberica Sprachschule. Bestätigt wurde dies durch eine Anfrage an die Sprachschule, deren Besitzerin eben die Eigentümerin des Hauses ist. Und das Hinterhaus im ersten Hinterhof steht nach unseren Recherchen schon länger leer. Die zuständigen Stellen des Bezirkes und auch die Gewobag wissen schon lange um diese Praxis der Zweckentfremdung. Passiert ist bis heute nichts, um diesen Zustand zu beenden. Im Gegenteil, der Bezirk teilte uns schriftlich mit, dass im Fall Mehringdamm 29 keine Zweckentfremdung feststellbar ist. Hier wird Wohnraum seinem Zweck entzogen, hier wird Profit gemacht. Hier ist eines von vielen Beispielen, wie wir Mieterinnen verarscht werden und zusehen müssen, wie auf unsere Kosten Verdrängung praktisch verläuft. Durch Wohnen auf Zeit, durch Ferienwohnungen, durch Leerstand. Es reicht. Wir wollen bezahlbare Wohnungen, hier und jetzt. Wir wollen das, was uns zusteht, was Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist, jenseits kapitalistischer Verwertungsinteressen und Profitmaximierung.